Wir befinden uns in Küsnach auf dem Objekt Hüttengraben. Da werden 8 Häuser aufgestellt. Von diesen 8 Häusern sind 2 schon bereits fertig, bald einzugsbereit. 3 sind in der Endphase und weitere 3 werden in diesem Moment aufgezogen. Wir haben auf diesem Objekt 2 mobile Pelletzentralen drauf, wo wir die Gebäudeausrechnung so forcieren. Es ist ja so, dass wir durch das Silo das Pellets lagern. Über den Kessel saugen wir die Pellets an, die Pellets verbrennen, erzeugen somit die Energie, sprich, wir machen heißes Wasser damit und das zwischenlagern. Und bei Bedarf von den entsprechenden Häusern führen wir die Energie dort geregelt pro Haus zuführen. Die Motivation von dem Projekt war, dass ich meine Betriebswirtschaftsarbeit schreiben musste. Ich bin gelernter Heizungsplaner und ich wollte meine Weiterbildung mit meinem jetzigen Job verbinden und habe hier ein Projekt gesucht, das ich zusammenstellen und realisieren kann. Ich hatte schon immer ein grünes Denken und habe dann gefunden, ich wollte etwas entwickeln, etwas auf den Markt bringen, das auch das Ganze vereinen und unterstützen. Für mich ist die Unterstützung der Stiftung Klick sehr wichtig, weil die Investitionskosten für eine mobile Pelletsheizung sind einiges höher als im Vergleich zu der Ölheizung. Und deswegen sind wir auf die Unterstützung der Stiftung Klick angewiesen. Wir sind in der 2000-Watt-Gesellschaft in erneuerbare Energien. Man tut alles viel besser dämmen und holt somit auch den Energiebedarf, also den Wärmebedarf, oben runter. Tun aber dann für die Gebäudeausrechnung mit Öl aufheizen, wo wir die 5-fache Energie vom Wärmebedarf verbrauchen und dementsprechend einen höheren CO2-Ausstoß hat. Wir haben die Möglichkeit, mit der mobilen Pelletsheizung das Ganze umweltschonend zu machen. Und genau dort drin sehe ich das Potenzial, dass wir unserer Umwelt weniger Schaden zufügen können.